Sodele, moin moin und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen schlägenruhigen entspannenden Folge von Timberborn Update 6 mit den Eisenpelzen hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Weiter geht's im Programm. Unsere Eichen sind fast fertig, 96%. Ich habe hier noch ein paar Tanks hingebaut, weil ich Angst hatte, dass wir aussterben, weil die hier schneller gestorben sind, als neue nachkamen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, sogar schon zu viele. Wir haben 3 Obdachlose, das heißt, wir müssten hier schon wieder ein neues Haus hinbauen. Wir behalten das jetzt mal im Auge. Ich glaube, die tun einfach hier immer weiter und weiter und weiter züchten. Und deswegen müssen wir das vielleicht irgendwann mal ausstellen. Ne? Das müssen wir im Auge behalten. Aber hier ist die Straße fertig, beziehungsweise die Brücke. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier die Straße. So, gerade durch. Sehr gut. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Hier oben kann man nochmal Beeren sammeln. Das möchte ich machen. So, da müssen wir gucken, wo ist der Sammler? Im Bauernhaus, der Sammlerfahne. Ist auch da oben, ne? Weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt eine Treppe. Können wir das überhaupt schon bauen, eine Treppe? Ne, Holztreppe kostet 70. Müssen wir wieder freischalten. Aber wir haben ja schon 800. Das ist gut. So, drehen. Die hätte ich gerne hier oben hin, so. Und dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir hin. Bäume, Büsche, Pflanzen. Wo konnten wir das nochmal wegmachen, die Ressourcen hier? Gebäude abreißen? Nein, hier Pflanzen abreißen. Den und den. So, und dann gehen wir hin und machen hier Weg nochmal. So. Und dann können wir gucken. Was sagt ihr hier? Immer noch 98%. Okay. Dann können wir nämlich gucken, dass wir hier oben auch noch die ganzen Beeren einsammeln und hier jetzt mal unsere erste Farm hinsetzen, mit der wir ein bisschen mehr Lebensmittel kriegen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Da hier auf der Seite ja, wie man sieht, die Beeren schon alle abgeerntet sind. 19,5, das heißt, insgesamt haben wir schon 4 Obdachlose. Ne? Vielleicht sollte ich hier mal 2 ausstellen erstmal. Ausgeschaltet, ausgeschaltet, dass nicht ganz so schnell so viele kommen. Das ist, glaube ich, nicht gut. So, Treppe. Dieses Objekt ist so weit von einem Bezirk entfernt und kann nicht vom Bauarbeiter erreicht werden. Was? Was? Ich dachte, wir machen das alles mit einem Bezirk hier. So, die sind auch weg. Das ist natürlich doof, ne? Kann ich den irgendwie erweitern hier? Bevölkerung migrieren? Weil ich will ja nicht, ich will ja nur einen Bezirk haben und nicht mehrere. Hm. Oder geht das mit denen nicht? Doch, wir konnten den irgendwie erweitern, ne? Sag mir mal, wie. Wir konnten den irgendwie erweitern, den Bezirk. Bezirksverwaltung, Bezirkszentrum, Schlepperposten. Innerhalb ihres Bezirks beim Transport von Gütern und steigern so deren Produktivität erheblich. Konnten wir das damit irgendwie erweitern? Wenn ich den hier auf die Ecke mache, gucken wir mal. Wir brauchen aber auch Bretter, ne? Dazu müssten wir die hier wieder anmachen. So, testen wir das jetzt gleich mal. Nicht, dass ich das verkehrt eingestellt habe. Oder kommt da jetzt auch wieder keiner ran, weil er nicht im Dingens ist? Hä? Da müssen wir jetzt gucken. Das könnte ein Problem werden. Gründet einen Bezirk mit eigener Bevölkerung, eigenen Ressourcen und einem isolierten Wegenetz, beschäftigt Bauarbeiter. Weil das hatten wir ja vorher auch schon in der ersten Staffel mit den normalen. Dass wir nur einen riesigen Bezirk hatten. Den konntest du irgendwie erweitern. Jetzt sag mir mal, wie. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Bezirksknotenpunkt. Bauarbeiterhütte beschäftigt zusätzliche Bauarbeiter. Okay. 4 von 10 Brettern, 6 von 20. Ah, die ersten Eichen werden groß. Sehr gut. Sehr gut. Ah. Der fleißige Biber ist schon am Absäbeln. Den nehme ich mit. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das damit dahin kriegen. Weil ich möchte wirklich alles in einem haben. Ich mag es nicht, wenn ich jetzt hier 20 Bezirke habe und zwischen denen alles hin und her transportieren muss. Das macht keinen Spaß, muss ich sagen. Zumindest mir nicht. So, der ist fleißig. Die sind auch fleißig. Die können sich direkt hier Holz holen. Das ist super.
Bin ich mal gespannt. Die letzten hier hinten, die sind bei 92. Also jetzt nach und nach wachsen die alle. Die sind ja auch schon wieder bei 62. Das sollte passen. Vier Jungtiere, vier Obdachlose, 20 belegte Betten. Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit einem Bezirkszentrum verbunden. Ach nee, ich weiß, was das war. Ich depp. Ich bin so doof. Wir müssen ja hier auch was drüber bauen. So. Jetzt geht das, ne? Das ist das Problem. Guck. Ich bin Experte. Ah, so einfach kann man das lösen. Gut, Schwein gehabt. Das heißt, wir können hier wirklich weitermachen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nahrung. Wir brauchen hier ein Lager. Lagerplätze, großer Speicher, mittleres Lagerhaus, ein ganz großes haben wir, glaube ich, noch nicht. Dann nehmen wir erstmal ein mittleres. Hier. Das hier hinpacken. Packe das mal, hier passen zwei nebeneinander. Jo. Dann kommt das jetzt hier hin. Der Weg kann auch da runter, der kann hier hin. Kann da noch eins neben. Da kommt dann nur Nahrung rein und wir machen jetzt mal hier ein Bauernhaus hin. So. Und geben dem dann Gerbottich. Nein. Müssen dann hier was anbauen. Was können wir denn hier anbauen? Kaffeestrauch, Blaubeere, wende dieses... Okay. Birke, schmeiß mich weg. Eiche, Mangrove, Kiefer, Birke. Haben wir hier keine Dingens? Keine Karotten? Fressen die keine Karotten? Doch, die müssen doch Karotten fressen, oder? Nein. Aber was soll man mit dem Kaffee? Erforderliches Gebäude, Förster. Warum Kaffee? Ich glaube, die benutzen, die trinken nur Kaffee, ne? Oder essen die Kaffeebohnen oder was? Hm, lassen wir die erstmal gerade bauen. Nicht, dass wir wieder 20 Sachen auf einmal haben. Haben nur noch 3 Holz. 14 Bretter. Oh, schneller Holz ab hier. Bitte, bitte, bitte. Ihr müsst schnellere Holz abbauen. Baustellen fehlen Materialien. Weil normalerweise eine Eiche hier 8 Stämme bringt, ne? Und der hat wie viele da liegen? Keine mehr, weil die alles direkt wegschleppen. Okay, weil sie halt hier bauen, ne? So, der ist fertig. Das ist super. Die 5 kannst du mal drin lassen. Und haben wir nur noch einen Arbeitslosen. So, hier tun wir jetzt, weil hier haben wir auch Lebensmittel drin, ne? Auberginen, Beeren, Sojabohnen, Pilze, Maniokwurzeln, Kohlrabi, Maisrationen, Mangrovenfrüchte. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Beeren hier rein. Und der kann dann Beeren anbauen, wenn es soweit ist. Weil... Ich sehe noch nichts anderes, da muss ich nochmal genau gucken, wie das klappt. So, User OL9PX6, schmeiß mich weg. Und einfach nur 2 Herzchen Augen-Smilies. Hat dir so gefallen, wa? Freut mich, wenn es dir gefällt. So, wie kriege ich das jetzt hier am besten hin? Ich will Folgendes machen, und zwar brauchen wir jetzt noch 2 Häuser auch noch. Ah, wir brauchen wieder so viel. So viel brauchen wir. Zuchtbehälter? Nein. Stabil. Ah, die sind klein, ne? Wie viel passen denn da rein? Bewohner 5, 16, Bewohner 10. Bewohner 8. Geht hoch, geht hoch, geht hoch. Okay. Ne, dann nehmen wir noch so einen. Und zwar so. Hier hin. Sehr gut. Zu den machen. Haha, du läufst, jawohl. Wir brauchen hier definitiv mehr Holzfäller-Biber. Oder kommen die von hier hinten auch dahin? Weil hier wächst ja nichts. Da wächst gar nichts. Viel zu langsam. Bist fertig? Noch nicht. 9 von 20 erst. Leute, wie langsam seid ihr? Wie langsam seid ihr, wenn ich fragen darf? Das ist ja krass. Dit ist ja krass. Hm. Da bin ich mal gespannt. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen zweiten Holzfäller.
Die sind ja super langsam, ey. So, hier hin. Dann können wir hier oben den abreißen, weil die stehen nur rum und haben nichts zu tun. Der eine reicht, der kann dann hier, ne? Immer die, die nachwachsen machen, und der andere geht hier hin und kann hier helfen. Der ist schon wieder 7%, die sind 86, die sind gleich auch fertig. Dann wird es schon wieder dunkel. 0 von 40, du kommst jetzt mal ganz hoch. Priorisierte Aktionen. Anpflanzen. Ernten. Okay. Soll beides machen. Bezirk 1 in Klammern 39. Genau, so sieht's aus. So, und dann haben wir noch einen Kommentar vom lieben Tobias, dem Biber-Experten. Er schreibt: Hallo Edo und Edonauten, nur als kleine Information für dich. Die Vermehrung der Biber kannst du über die Zuchttanks steuern, indem du sie ein- und abschaltest. Aber beachte auch die Zeit, bis die dann erwachsen sind. Jo, ich habe ja hier schon zwei ausgemacht, weil es mir dann zu viel wurde. Wir müssen das wirklich immer im Auge behalten hier, denke ich mal, ne? Nicht, dass auf einmal alle tot sind oder so. Oder du 300 Millionen Obdachlose hast hier. Das wäre suboptimal. Will ich nicht sagen, die sollen das hier wegmachen? Oder wir machen hier nochmal Holz hin. Hm. Eins von beiden. Immerhin haben wir jetzt schon zwei Holzfäller hier. Und ich glaube, der Förster hilft auch noch. So wie es aussieht, weil hier drei am Ernten sind. 30 Nahrung, das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Der da oben, da hat er den nicht hingebaut, ne? Nein. So. Nahrungssammler, den wollte ich ja hier hinbauen. So, dann kannst du die sammeln. Er hat keine Aufgabe in Reichweite. Kohlrabi, nee, wir haben hier keine Karotten, haben wir hier. Dann nehmen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, Raps, Mais, Aubergine. Warum kann ich das dann nicht anbauen hier? Ah, wo war das nochmal? Ja, Bottich, wir müssen ja hier die Pflanzen anbauen, ne? War das so? Kaffeestrauch, Blaubeere. Aber er kann das ja nicht einsammeln. Weil ich kann ihm nicht sagen, er soll hier Blaubeeren einsammeln. Er hat nur Auberginen, Mais, Raps, Soja, Maniok, Kohlrabi. Hm. Hier sind nur... Da, 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 da. Sind die Felder vielleicht noch woanders? Und ich sehe die wieder nicht. Hm. Kurz gucken, ja. Kleiner Tank noch. Ein großer wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt. Oder hier ein mittlerer, wo viel rein kann. Gebäude benötigt Arbeiter, keine Aufgaben in Reichweite. Ja, die kommen gleich, ganz ruhig. Ich muss hier gucken. Nutzpflanzen, hier. Siehst du mal. Kohlrabi, Maniok, Soja, Raps, Mais, Aubergine. Okay. Dann, warte, nehmen wir hier Kohlrabi, würde ich sagen, erstmal zum Essen. Und dann kannst du hier gucken, wie viel der macht. So, das Feld sollte erstmal reichen. Dann bauen wir auch direkt noch ein zweites Lager hier für Kohlrabi. So, den Tank hier, den will ich mal erforschen. Ja, der könnte dann auch mal gebaut werden. Den setzen wir hier so hin. Damit wir mal ein bisschen mehr trinken haben. Dann gibt es noch einen ganz großen. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Okay, da sind sie die am, ne? 71, den können wir wieder hier ein bisschen gute Nacht machen. So, jetzt brauchen wir das hier. 90%, das ist gleich fertig. Hat alle sehr viel Holz, ey. Ach, wie schön. Brrrp, Baracke voll. So, wunderbar. Da kann dann der Kohlrabi rein, dann passt das auch.
Dann müssen wir nur den Fluss hier so lassen, wie er ist. Oder später hier noch ein bisschen höher bauen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So, dass wir dann hier vielleicht noch was reinbauen können. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Oder vielleicht kann ich ihn ja hier komplett trocken legen. Dann können wir hier später TNT hinmachen und das einfach noch eine Etage runterspringen. Dass das was tiefer ist, zum Beispiel. Könnten wir uns ja auch überlegen. Könnten wir uns ja auch überlegen. So, was kommt hier rein? Hier kommt jetzt Kohlrabi rein. Da ist er doch. Bitteschön. Beeren 37, alle da drin. Der kann sammeln. Da haben wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal um die Nahrung ein bisschen gekümmert. 67 haben wir, es wird mehr. Der Wasserbottich wird gebaut. Oh, der braucht Zahnräder. Wir haben keine Zahnräder. Gut, wo kriegen wir nochmal Zahnräder her? Das kann ja nur hier bei, bei Holz sein. Zahnradwerkstatt, siehst du? Kostet 100. Dankeschön. Ja. Ist die genauso groß? Ist sie. Man kann die daneben. Müssen wir nur wieder ändern. Die braucht ja auch noch was. So. Gebäude abreißen. Und zwar dich hier. Ja. Da muss jetzt wieder der andere hin. Und zwar der. So. Dann können wir Zahnräder herstellen. Das läuft gut hier mit dem Holz. Gefällt mir. Mal gucken, wie lange es dauert, bis die hier gewachsen sind. Auf der anderen Seite hier könnte ich jetzt auch noch einen machen, ne? Oder? Noch ein Feld. Das hier könnten wir auch einfach alles abroden, oder? Ich meine, das wird niemals im Leben reichen für Kompletti. Aber für den Anfang hier reicht das auf jeden Fall. Hier oben drauf, da ist auch noch Wald. Aber da müssten wir, wie gesagt, hier hinten hin. Das erstmal sprengen. Oder da. Baustelle fehlen Materialien. Macht nichts. Weg damit. Ja, das sind die Zahnräder, die werden jetzt gemacht hier. Keine Angst. Keine Angst. Kommen direkt hier rein, denke ich mal. 20 Zahnräder, ey. Und wir haben nicht eins. Na, das ist doch mal... Kannst du den hier auch wieder anmachen, weil wir brauchen mehr Bretter. Aus einem Brett ein Zahnrad. Okay. Uiuiuiui. Aber sie haben schon ein Zahnrad, das ist gut. So, hier machen wir den Weg weiter. Ich will da oben hin. Sehr schön. Die stehen echt hier rum und machen nichts. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. So, wir haben das hier. Ich will das hier hin und dann kannst du das so machen. Und da kann dann die Treppe drauf, ne? Genau, so und so und so und so. Eine Dürre steht bevor. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Wobei, wie lange dauert die? 2,9 Tage, bis sie erstmal kommt. Immerhin. Beeren haben wir schon mal. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, unsere Kohlrabi sind am Wachsen. Das passt auch. Ich glaube, der Schlepperposten wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen am Anfang. Aber wir kriegen das schon hin. Mach die mal wieder an. Jetzt könnte man durchaus wieder mehr Leute gebrauchen. 25. Wir haben keinen Arbeitslosen. Wir haben keinen Obdachlosen. Wir haben noch 7 freie Betten, also passt das.
wenn durchaus weiter neu dazu. Jetzt müssen wir das ja hier. Müssen wir das ja alles so machen, ne? So müssen die ja da durch. Das ist ganz schön viel Holz, was du da brauchst. Bretter und Holz und schmeiß mich weg. Das ist teuer. Aber das bringt ganz gut was. Jetzt gerade waren wir bei 20%, ey. 20% erst. Ich möchte halt viel Wasser haben hier. Gerade wenn die Dürre kommt. Wenn wir nachher mehr Leute haben, dann wollen die ja natürlich auch alle trinken, ne? Und wenn wir dann nur diesen kleinen Bottich hier haben, mit 30, der ist direkt leer. Das muss nicht sein. Ah, da sind wieder Bären. Juhu! Eigentlich wäre es dann cleverer, wenn ich denen hier auch Beeren anpflanze, oder? Kann man das überhaupt? Nein. Doch, hier, Blaubeeren. Können wir anpflanzen. Könnte ich ihn auch hinmachen. Die brauchen wir ja zum Züchten hier. Gebäude von Schleppern priorisieren. Nee, erstmal nicht, das reicht. Wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken, die wachsen von allein. Erwachsen, 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 erwachsen. Na gut, nur noch zwei Kinder hier. 21 Erwachsene. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Könnten wir mal gucken, was wir als nächstes erforschen können hier. Das große Lagerhaus, das braucht wieder die Zahnräder und alles. Wir können erstmal ein kleines Lager hier hinbauen. Kleines oder ein mittleres? Ich nehme mal ein mittleres. So. Weil, da können wir dann die Zahnräder reinpacken. Wir haben nur ein Brett. Die tun alles in Zahnräder investieren hier. Aber wir haben gerade mal 25. Und hier bauen sie viel. Unten alles fertig. Mitnichten, das dauert noch. Das dauert noch. Wir können hier mal einfach noch einen Holzfäller hinsetzen. Dann kann er das auch schon mal einsammeln. Ja, kommt überall ran. Wunderbar. Kann er das alles abholzen hier. Der andere auch noch. Machen wir noch einen zweiten hin. Ich weiß, wir haben gerade keine Leute, aber es kommen ja wieder neue gleich. Oh, Kohlrabi fertig. Kohlrabi fertig. Auch super lecker. Muah. Muah. Ist das süß. Wie cool. Wie cool. Die sind immer noch dran hier. Ich glaube, den können wir jetzt hier. Der hat nie was zu tun. Der hat nie was zu tun. Der steht immer noch hier rum. Ich reiß den jetzt ab. Yep. Weil die wachsen auch irgendwie nicht nach. Und eigentlich die nur wegmachen. Wie können wir das hier eigentlich? Können wir das so abreißen? Oder Äste schön einen Damm nennen würden. Okay. Kann abgerissen werden. Die Frage ist, können wir das so abreißen oder brauchen wir dafür wieder TNT später? So, die Brücke nach oben ist schon mal fertig. Jetzt müssen sie dann noch den Mittelgang bauen. Das wird ein bisschen dauern, schon allein wegen der, so, hier sollen die Zahnräder rein. Bretter, Altmetall, Erde, Metallblöcke, Bretter, Rohholz. Okay. Dann lass erstmal leer. Oder, was ist hier? Empfangen, ausliefern, räumen. Ja, wir lassen es erstmal leer. Ich dachte, da kannst du auch die Zahnräder reinpacken. Aber offensichtlich nicht. Die müssen dann in sowas hier rein, wa? Algen. Harz. Da sind die Zahnräder, okay. Nee, nee, lass mal. 10 Kohlrabi. Wie gut ist das denn bitte? Wie gut ist das? Hm? Richtig gut. Ah, das freut mich. Das freut mich. So.
Kommen wir hier dran, wenn wir noch eins bauen? Müssten sie ins Wasser, ne? Haben wir hier Kohlrabi, Beeren, okay. Schön, wenn es überall knackt und knarzt. Ach, so gut. So gut. Die Hälfte der Zahnräder haben wir. Kann ich die mal hier auf Pause machen? Kann ich. So. Wir können die erstmal ein paar Zahnräder sammeln hier. 10 Stück. Wir haben ja Bretter, aber die werden direkt ab hier in den Trichter gepackt. So, ihr zwei habt keine Leute. Siehst du, das dachte ich mir nämlich. Wir müssen hier auf jeden Fall mehr züchten wieder. Aber das ist immer so ein bisschen warten, ne? Immer ein bisschen warten. Zapferhütte beschäftigt Zapfer, die Saft und Sirup von Bäumen sammeln. Okay. Sammelt Kiefernharz. Mhm. Verstärkt Bretter durch die Behandlung mit Harz. Interessant. Faulwassertiefenpumpe. Benötigt Zugang zu Wasser. Maximale Tiefe 6. Flüssigkeitsableiter leitet Wasser oder Faulwasser um. Wie sieht der denn aus? Oh, die müsste ich jetzt mal freischalten, das will ich nicht. Wasserströmungsanzeige. Mechanische Tiefenpumpe, Zentrifuge. Oh, die gefährliches Faulwasser in nutzbares Extrakt umwandelt. Ja, interessant. Interessant. Verschließt eine Faulwasserquelle, kann beliebig geöffnet und geschlossen werden. Im geöffneten Zustand gewährt es den Zufluss von Faulwasser bei Dürren. Okay. So, nein, auf keinen Fall. Ich wollte nur gucken, was das ist. Was haben wir hier noch? Hydroponischer Garten, Ölpresse. So viel. Tundra-Flagge, Schmelzerei, effiziente Mine. Vertikale Antriebswelle. Abwärtsgerichteten Motor, das hatten wir ja. Schwerkraftbatterie. Sind echt voll die kleinen Forscher. Zahlenjongleur. Aha. Butterfabrik, Ladestation, Kontrollturm. Schmierfettfabrik. Robotermaschinen? Bitte was? Wir können Roboterbiber bauen später. Aha, interessant. Doppeldusche. Das hier wäre zum Beispiel was. Guck mal. So. Das brauchen wir ja auch, dass es denen besser geht, ne? Ein Krankenbett, stimmt. Die Kontaminierungsbehälter brauchen wir noch nicht. Kratzbürste. Machen wir die auch mal. Schwimmbecken haben wir noch nicht. Ja, dann gib mir jetzt erstmal die Dusche. Da können wir mal gucken. Die können wir hier neben machen, ne? Machen wir also 3 Duschen hier hin. Das war's nämlich. Wir müssen ja auch was haben, damit es ihnen gut geht. So, und die Kratzbürsten können wir dann hier hin machen. Was die brauchen? Auch Bretter und Holz. Super. Was? Keine Güter ausgewählt? Ja, ich weiß. Keine Aufgaben in Reichweite. Das war hier oben. Ne, der hier. Ach, ich muss ihm ja sagen, was er fällen soll, ne? Fällen. Die Dürre ist vorüber. Sehr gut. So. Hier darfst du fällen, wie ein Blöder. Alles klar. Ah, guck, unser Feld ist jetzt komplett fertig. Hier sind wir gerade mal bei 33%. In 15 Tagen zugrunde. Leer, leer. Kein Holz mehr. Von wegen, wir haben 143 Rohholz. Ah, wir haben kein Wasser, deswegen funktioniert er nicht. Was kommt jetzt erst wieder hier hinten? Da kommt es. Juhu. So.
Die flitzen alle da rum. Einstellen eine. Haben wir. Oh. Sind die hier schon fertig? Nö, brauchen alle Bretter. Aber die gehen gerade alle hier hin, ne? Yep, die sind alle da den Steg am Bauen, dass die da hochkommen. Weil ich da halt noch was hinbauen wollte. Die nächsten Häuser nämlich da oben drauf. Machen wir das. Dann kriegen wir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dann kriegen wir nämlich 70 Biber auf die Ecke hier. Auf so ein kleines Quadrat. Wenn ich mir das, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So rum. Eieieiei. Sind jetzt mit dabei. 4 Stück könnten wir hier reinpacken. Dann wären wir bei 13. Okay. So, er bringt auch noch Holz. Kohlrabi wächst und wächst. Da haben wir auch die Beeren gesammelt. Da sind wieder Beeren. Es ist Nacht. Es geht nicht weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Das sind die großen Häuser. Da passen 16 rein. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aha. Aha. 1000. Der Große tut direkt erwachsene Biber produzieren. Lohnt sich das, lieber Tobias, direkt erwachsene Biber zu produzieren? Oder sollen wir lieber die Kleinen nehmen? Schreib's mal in die Kommentare. Du bist doch hier der Biber-Pro. Ja. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, direkt Erwachsene, weil dann haben wir ja das Erwachsenwerden übersprungen. Wo sie halt nur Essen, Trinken und so weiter brauchen, aber noch nichts machen. Wenn wir sie natürlich später zur Schule schicken können und die da dann noch besser werden, dann wäre es natürlich cleverer, erstmal Jungtiere zu haben, die wir noch ausbilden können. Jo, wie sieht's aus? Sind die Bretter hier bald fertig? Ah, ein bisschen fehlt noch. Ein bisschen fehlt noch. 3 von 4, da kommt das nächste. 4 von 4. Die sind aber relativ schnell hier, Gott sei Dank. Die sind auf Zack, das gefällt mir. Nächstes Mal müssen wir das ein bisschen laufen lassen. Einfach damit wir hier einen Vorrat an Brettern und so weiter haben. Und nicht einschlafen. Weil wir auf alles warten. Ist immer ein bisschen schade. Fertig. So, jetzt der letzte noch hier. 3 von 4, 4 von 4. Jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Alle gehen nach Hause, machen nix. Du musst weitermachen hier. So, muss hier oben auch wieder Weg gemacht werden. Natürlich muss hier auch wieder Weg gemacht werden. Den Treppen nicht. Hörst du das? Die schnarchen, ey. Fertig. Zip, ibip. So, jetzt kannst du auch hier oben rumlaufen. Wir können hier mal gucken. Eine Dachterrasse. Können wir dann so hier drauf packen. Upp. Bin mal gespannt, was die bringt. Ist ja fun hier. Können wir hinten bauen? Guck mal, jetzt können sie endlich alle duschen. Juhu! Das Schöne oder ist das schön, dass sie duschen können? Hier haben wir die Bürste zum Kratzen. Das passt auch. Sehr fein, wie sie direkt alle duschen gehen, ey. Oh, endlich nasses Fell, super. So, du hier noch. Dann können wir bald mal an die, hier denken. Kannst du wieder aufmachen. Bitteschön. Du brauchst nur Rohholz. Ah, ist schon alles da, musst nur noch bauen, super. Soziale Kontakte, Dachterrasse. Haben wir wieder Obdachlose hier? Ne, 2 Arbeitslose haben wir. 2 freie Betten noch. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Bretter haben wir auch nie. Wir werden immer alle direkt zu Zahnrädern verarbeitet, ne? Zack. Und da haben wir einen Besucher. Die Dachterrasse. Ah, wie schön. Da sitzen sie alle da rum.
sehen aber auch putzig aus, ne? Sehen richtig putzig aus, ey. Voll geil. Chillen auf der Dachterrasse. Nice. So, hier muss natürlich wieder Wasser rein. Was sonst? Wir haben ja noch kein Rapsöl oder sonst was. Schmierfett, Extrakt, Faulwasser, Kaffee. Nein, tu mal Wasser rein. Kaffee haben wir noch keinen. Oh, jetzt sogar mit Feuer hier. Ja, nice. Deine Biber sind glücklicher als je zuvor. Wir sind halt gute Biber, ne? Gute Biberpapas hier. Ja, und Mamas. Sehr schön, sehr, sehr schön. Tja, da oben noch. Es läuft. Wir haben Holz, haben wir ohne Ende hier. Der kann jetzt voll Wasser gemacht werden. Das gefällt mir auch. Diesen am Arbeiten. 0,33 Stunden, okay. Na, da wird es langsam voll, okay. So. Was haben wir als nächstes? Ein Windtunnel. Eine Maschine, die Biber abheben lässt, um ihnen Extremerfahrungen zu ermöglichen. Unterhaltung. Brauchen wir jetzt noch nicht. Brauchen wir jetzt noch nicht. Die Frage ist jetzt, was brauchen wir als nächstes? Ich würde sagen, immer noch mehr Holz, ne? Wobei, wir haben 236. Hier hinten wird auch noch abgeholzt. Wir könnten jetzt hier vielleicht für die Nahrung mal gucken. Gerbottich fermentiert Pflanzen, um nährstoffreiche Nahrung zu produzieren. Ich hätte halt gerne noch mehr Nahrung und so weiter. Oder halt wirklich mal langsam hier einen Graben. Undurchlässiger Boden. So, Bewässerungsbarriere stoppt die Bewässerung des Bodens und verhindert, dass der darunterliegende Boden kontaminiert wird. Nein, Dreifachschleuse, Doppelschleuse. Ach, das sind die hier übereinander, ne? Das brauchen wir nicht, viel zu hoch. Ich will ja, Dynamit geht nicht. Was brauchen wir denn für Dynamit? Ich glaube, wir müssen das hier sprengen. Wir können ja gar nicht buddeln, ne? Ein unidirektionaler automatisierter Wasserabfluss. Stabil. Andere Gebäude können draufgebaut werden. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, das hier ist... Das war der Boden. Bewässerungsbarriere, Sprengstofffabrik. Hier wird Sprengstoff aus Faulwasser hergestellt. Dann müssten wir erstmal hier oben hin ans Faulwasser, weil hier gibt es ja das Faulwasser, ne? So, und wir sind höher. Kommen wir da überhaupt hin? Wo könnte ich das denn einsammeln? Erst hier hinten, oder? Kann ich hier eine Pumpe hinmachen fürs Faulwasser? Faulwasser-Tiefenpumpe. Lass mal gucken. Ja, so. Könnt ihr die jetzt hier hinsetzen? Sagen wir so. Könnte ich? Die könnte da Faulwasser pumpen. Und da könnten wir schon eine Sprengstofffabrik bauen. Mit der wir dann hier zum Beispiel schon kleine Gräben ziehen könnten. Um hier hinten das auch alles grün zu machen. Dann könnte man da oben was drauf bauen zum Beispiel. Wäre eine Idee, ne? Wäre eine Idee. So, wir müssten das hier nur alles einebnen, weil ich bin ja immer jemand, ich möchte das alles auf einer Ebene haben. Da bin ich sehr, sehr eigen. Aber ja, so ist er halt, ne? Was ist das hier? Metallplattform 5x5. Krass. Krass, krass, krass. Bauschutt löschen, Gebäude abreißen. Zack, da kommt eine Treppe hin. So, und dann kommt der Weg hier hoch bis hierhin erstmal. Gucken wir mal, wo es dahin geht. Bin gespannt. Fertig sind sie. Wie viele haben wir denn jetzt noch hier? 6 Arbeitslose, okay. Dann können wir echt nochmal ein bisschen produzieren hier.
Und zwar direkt eine Faulwassertiefenpumpe. Bis hier dran. Wo tun wir jetzt das Faulwasser hin? Hier produzieren geht, glaube ich, noch nicht. Weil wir wollen das ja tiefer legen. Dann könnten wir das hier irgendwo hinlegen. So, hier aber erstmal einen kleinen Tank oder einen mittleren. Für die Zahnräder haben wir 3. Wir brauchen 20, okay. Hier brauchst du auch Zahnräder. Metallblöcke brauchen wir dafür, okay. Das heißt, die können wir auch noch gar nicht machen. Metallblöcke bauen wir wo? Da haben wir wieder den Rattenschwanz. Lagerplätze, Wasser, Nahrung, Holz, Metall. Sammelt Altmetall aus Ruinen. Okay, Schmelzerei wandelt es in Metallblöcke um. Das heißt, die beiden brauchen wir erstmal. Das hier brauchen wir, ja. Und dann müssen wir hier auch noch, ja. So, die braucht wieder Energie. Das heißt, die müsste auch hier hin und die ist größer als die anderen. Und vor allem, wo ist Metall? Haben wir hier hinten irgendwo Metall? Ist gar nichts. Gar nichts. Da ist Metall. War weit weg, du. Hier ist eine unterirdische Ruine. Voller Metall, das geborgen werden kann. Nur ebenerdig. Muss auf dem Boden gebaut werden. Ich glaube, da müssen wir... Junge, Junge. Wo sind wir hier? Ach, wir müssten hier überall Wege durchbauen. Das können wir erstmal abbauen. Wie sollen wir denn hier durchkommen, ey? Pass mal auf, da müssten wir hier eine Treppe hoch machen. Ja, das gestaltet sich komplizierter, als ich dachte. Aber okay. So, noch eine Treppe. Wir müssen ja hier hoch. So, dann können wir das schon mal miteinander verbinden. Jetzt wird's lustig. Eisen ist natürlich weit weg. Schade. Aber it is what it is. Müssen wir halt weite Wege in Kauf nehmen. Dann könnten wir hier schon mal direkt Eisen reinpacken. Erde, Altmetall kommt da rein. Bitteschön. Wir haben zwar noch keines, aber da kriegen wir dann. Keine Angst. Baustelle fehlen Materialien. Ja, ich weiß. Die kannst du erstmal pausieren. Wir haben kein Metall. Dachte, das würde so gehen, aber Pustekuchen. So, die sind fertig hier. Die sind fertig. Weg bis hierhin. Yay. Das heißt, hier müsste das dann, ne? Dann müssen wir hier weitermachen. So, ah, da ist sogar noch eins tiefer, okay. Baut der da? Ah, sie bauen da, okay. Sehr gut. Da muss dann noch die Treppe drauf. Schon wieder dunkel. Schnell gehen hier die Tage rum. Aber die gehen schnell rum, weil ich das hier auf Stufe 3 habe, ne? Deswegen. Dupdi-dupdi-du. So, solange wir keine Obdachlosen haben. Doch, haben wir 2 Stück. Okay. 3 Obdachlose. Da müssen wir noch ein Haus bauen. Aber das gefällt mir, weil dann können wir hier auf jeden Fall genug Leute abkommandieren, die da schön dann im Metallding arbeiten. Da kann das Haus noch hin. Das braucht 40 Rohholz, ey. Aber das Schöne ist, wir haben 200 mittlerweile. So, der ist fertig. Kommt da wieder nicht hin, weil dürfte er nicht drüber laufen. Ah, doch, die machen es wenigstens. So, komme ich hier irgendwie durch? So, dann ist da eine Treppe, das ist gut. Dann kommen wir hier hin. Alter Falter, ist das ein Weg? Ist das ein Weg? Komm, machen wir die gerade hier. Ich will zum Eisen und das alles für ein bisschen Eisen. Dürre steht bevor. Nein. So, bitte reißen Sie die ab hier. Bitte reißen Sie die ab. Das kannst du auch alles abreißen. Weg damit. Ich hoffe, die machen das.
Das ist fertig, jetzt kommen sie bis hierhin. Da sollten sie eigentlich rumlaufen. Mal gucken. Ob sie da Bock drauf haben. Haus fertig. Nein. Noch nicht, aber jetzt. Brrr, auch voll. Okay. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Häuser. Das heißt, Platz für 40 Leute. Und wir haben 35. Haha, guck mal. Der hier ist nämlich schon leer. Siehst du? Komm gar nicht hinterher, ne? Vielleicht sollten wir noch so eine Wasserpumpe bauen. Dann setz sie hier hin. So, die haben auch nur Rohholz, das geht schnell. Ich finde das so geil, wie die hier duschen und sich schrubbeln, ey. Das ist so süß. Sehr gut, weg damit. Macht ihr super. Nutzen die wirklich Äxte? Ich lasse sie einfach mal arbeiten. Die machen das schon. Dann kann man gucken, wie groß die Metallfabrik hier ist. Schmelzerei. Guck, die ist nämlich viel, viel länger. Aber was heißt viel, viel länger? Die ist eins länger, aber genau deswegen habe ich da halt Platz gelassen. Ne? Da müssen wir bald schon ein zweites Rad bauen hier. Kann man das auch da dran machen? Ein großes haben wir noch nicht. Aber ich glaube, da kommt niemand ran, ne? Weit von einem Bezirk entfernt. Da müssen wir die Straße wieder entlang machen, ne? Pass auf. Gucken, ob das so geht. Die pumpen auch hier. Jo. Fertig? Fertig. Guck, und schon bauen sie. Im Wasser bauen sie nämlich auch. Super. Ja, ein bisschen kann ich doch noch. Ist zwar auch ein bisschen anders hier mit den Eisenpelzen, aber das Grundprinzip ist ja dasselbe. Nur, dass die halt zum Beispiel Kohlrabi statt Karotten haben und so ein Zeug. Das geht ja. So, es waren schon zwei, die sich hier drehen. Super. Ach, das wird schön, das wird schön. Wasser voll? Ah, noch nicht. Dauert noch was. Boah, haben wir wieder viele Beeren. Oh, das ist voll. Das ist voll. So, und hier unten ist alles abgeholzt. Noch nicht ganz. Aber wir können schon mal wieder schön den Weg bauen. So, gehen wir bis hier hin. Dann können wir hier runter. Bis hierhin machen. Wir müssen halt den Weg hier frei machen, ne? Lass die mal abbauen. Bringt das Holz für uns oder ist das einfach weg? Es ist ja totes Holz. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Aber so langsam fängt es an zu wuseln. Und überall schön zu werden. Schon wieder diese Dürre, ey. Immer die Dürre. Gebäude benötigt Energie. Ja, das geht gerade schlecht, wenn hier, ne? Dürre und so. Müssen wir warten, bis wieder Wasser kommt. Da fließt nix. Deswegen wollen die bestimmt später auch den Kraftstoffgenerator da haben, ne? Ich wollte gerade Reaktor sagen. Der große Biberreaktor. Haha. Bup, bup. Funktioniert nicht. Weil ist nicht. So, die drei sind auch trocken. Ja, das dauert ein bisschen länger. Das müssen wir dann auch gucken, dass wir anfangen, hier irgendwo einen Damm zu bauen. Den wir dann ein bisschen ablassen können. Aber das kriegen wir schon alles hin. Wenn ich das genau hier durchlaufen lassen möchte. So. Könnten wir irgendwie hier so was reinmachen und dann auf der Ecke hier zu. Weil hier ist ja auch was höher. Ich hoffe, dass es da dann nicht drüber geht. Den müsste man aufmachen.
Ah, guck mal, da ist auch noch Eisen. Halt die Frage, wie man das hier alles dann zumacht. Und wo man das vernünftig dann fließen lässt. So, sind wir fertig hier? Wir sind fertig. Perfekt. Dürre ist vorbei. Dürre ist vorbei. Kompletter Weg durch. Ich hätte gerne einmal hier lang. Dann hätte ich den Weg gerne bis hierhin. So da dran. Und dann brauchen wir beim Eisen hier auch einen Sammelplatz, ne? Dann haben wir 9 Arbeitslose. Dann können wir da ruhig 3 Stück hinmachen. Dann können wir das Alteisen alles nach oben bringen. Der Weg ist halt elendig lang. Der ist wirklich elendig lang. Aber hier ist halt auch das Tiefending. Da können wir dann später das große Sammelteil draufpacken. Und dann haben wir da wenigstens unendlich viel Eisen. Das ist doch schön, oder? Das ist doch schön. Da kommt das Wasser auch wieder. Perfekt. Was sagt die Nahrung eigentlich? 247, die ist voll. Können wir da mal ein ganz großes bauen? Wenn wir so viele Obdachlose haben... warum sage ich immer Obdachlose? Können wir eigentlich noch ein Bauernhaus bauen hier? Ich setze das mal hier ran. So, ihr habt ja auch Platz da. Dann können wir hier nämlich noch was anderes bauen. Noch mehr Kohlrabi oder Maniokwurzeln. Können die hier hin? Die können hier hin. Sojabohnen. 8 Tage, 5 Tage, 3 Tage. Ah, Raps. Auberginen, Mais. 2, 3, ja, da brauchen wir was Neues, ne? Kohlrabi ist voll, pass auf. Aubergine, 12 Tage 3, 10 Tage 2. Dann nehme ich mal hier Auberginen, ganz groß. Mit rein. So. Die kümmern sich um Kohlrabi. Und dann kriegt die hier noch ein großes Lager hin für Auberginen. Mittlerer Tank, mittleres Lagerhaus. Ein großes hätte ich gerne hier, aber wir haben noch nicht... Doch, wir haben genug. Ja, dankeschön. Und zwar, so. Das braucht Bretter und Rohholz. 60, 80. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Da wächst eine Eiche? Ich hab die doch klein gemacht gerade. Okay. Na denne. Gucken, wann hier Altmetall reinkommt. 180. Müssen wir erstmal wieder den Weg da drüber machen, sonst kommen die anderen nicht gerannt. So, sind die fertig? Nope. Da keiner hinkommt, ne? Bezirk 1, 121. Ja, der Weg ist halt, ne? Uff. Nee, nee, nee. Das passt schon so. Auch wenn es sehr weit ist. Da ist das Monsterlager. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, das wird. Guck, die Auberginen wachsen jetzt auch. Da können die sich hier drum kümmern. Bitteschön. So, die Schlepper, die sind hier drin. 2, 4, 5. Könnten wir eigentlich mal voll machen. 9 von 10. Schon haben wir keine Arbeitslosen mehr. Die helfen dann alle hier tragen, ne? 16 von 60, 16 von 80. Ja gut, Baumstämme kriegen sie ja direkt hier. Vom Biber, der fällt. Das sollte passen. Bretter sind ein bisschen weiter weg. Haben wir hier jetzt noch. Altmetall. Das erste Altmetall ist da. Juhu! Tatsache, die sammeln Altmetall. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja. Wie viel ist da dran? 90, 24. Okay, jede Menge. Jede Menge. Das dauert, bis das alles weg ist. Da ist wieder einer groß geworden. Der hier noch nicht. Doch, 1%. Der ist weg. Die anderen kommen dann gleich bestimmt. 90, yo.
So, was sagt das Lager? Wäre cool, wenn wir da auch mehrere verschiedene Sachen reinpacken könnten und nicht nur jetzt Auberginen oder sonst was. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Jetzt müssen wir hier aber auch ein bisschen Platz lassen, weil irgendwie müssen wir ja hier hinten hinkommen, wenn wir das alles bewässern wollen. Muss man schon... Am besten machen wir das mal direkt, weil sonst habe ich das wieder vergessen. Ich sage, der geht hier lang. Einen freilassen, dann geht einer hier lang, so. So ungefähr können wir dann später den Kanal durchmachen. Für Wasser. Aber da müssen wir halt erst sprengen und dafür brauchen wir halt Faulwasser und Eisenblöcke und was weiß ich. Das können wir jetzt noch nicht machen. Jetzt müssen wir erstmal hier das große Dingens setzen. Einer ist arbeitslos. Was? Tatsache. 10 Schlepper sind fertig hier, du. Bonus für Arbeiter, Tragekapazität plus 100%. Juhu! Ihr seid fertig? Nein, noch lange nicht. Retter fehlen. Aber du siehst mal, was das bringt, wenn wir Schlepper haben. Die schleppen ganz fleißig. Super. Was kommt da rein? Auberginen. Oh, oh, oh. Auberginen. Fermentierte Sojabohnen. Bitte was? Fermentierte Pilze, fermentierte Maniokwurzeln, Kohlrabi, Maisration, Mangrovenfrüchte, Auberginenration, Algenration. Aha. So, Mais, Algen, Auberginen. Bitteschön. Hier sind noch die Beeren drin. 200 Beeren reichen, denke ich, erstmal für den Anfang. Kohlrabi haben wir auch was. Nö, der ist leer. Anscheinend essen sie Kohlrabi lieber als Beeren. Nur die Beeren. Aber der hier, der ist endlich mal voll. Das gefällt mir. Haben wir wieder Obdachlose? Nein, wir haben noch ein freies Bett. Das kriegen wir auch noch voll. So, pass auf. Dann kommt die Straße mal hier lang so. Wir bauen die Schmelzerei hier hin. Dann hätte ich gerne den hier. Bumm, weg. Und wieder so ein hier hin. So. Gucken, was die brauchen. Altmetall, Zahnräder und Bretter. Man kennt es. Warum haben die nichts mehr hier? Ach, das braucht Energie. Muss jetzt mal hinten gebaut werden, ich Experte. Dann mach hier mal gerade Priority. Ist eh wieder dunkel, können sie nichts machen. Eieieiei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann laufen sie wieder. Na, kriegen wir jetzt auch fertig hier. Jo, 7 Zahnräder fehlen noch. Aber die kriegen wir auch zusammen. Kohlrabi kommt wieder rein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das kommt gleich. Die Zahnräder müssen halt erstmal produziert werden. Ein Rad von Bibern betriebenes Rad. Okay, aber will ich das? Nee, ne? Wir wollen das lieber hier mit Wasser machen. Später vielleicht nochmal irgendwo machen. Für Energie. Das kriegen wir schon hin. Der Motor hier, der ist auch cool. Brennt Kraftstoff, um Energie zu erzeugen. 400 PS, okay. Das ist natürlich auch geil. Damit bist du halt vollkommen unabhängig vom Wasser hier. Du musst keine 20 Kilometer lang hier die Überträger bauen.
Wenn du jetzt sagen willst, so, ich will hier in die Mitte was bauen, dann setze ich hier einen Generator hin, versorge den mit Kraftstoff und baue da meine Industrie drumherum. Das ist schon von Vorteil. Sagen wir es, wie es ist. So, ein Zahnrad noch. Komm, das schaffst du ja wohl. Nein, muss vorher wieder... es muss vorher wieder Nacht werden. Wir haben aber echt Pech. Wir haben echt Pech. Kommst du überhaupt nicht mehr dran? Kann ich den jetzt sagen, hier abreißen? Von einem Bezirk entfernt und kann nicht von Bauarbeitern erreicht werden. Lege mehrere Pfade oder einen neuen Bezirk an. Aha, da können wir die Straße hinbauen. Das können wir so. Dann können wir die hier auch alle fällen. Können wir später neue pflanzen, wenn wir wollen. Weg damit. Die Frage ist, werden die jetzt einfach komplett abgerissen oder kriegen wir die hier drauf? Wobei, ist voll, ne? 180 Holz, mehr geht nicht. Er hat 136 Bretter. Der ist fertig. Perfekt. Perfekt. Dann geht das jetzt direkt hier oben rein, ne? Schätze ich mal. Ja, können wir da anmachen. Wie viel Altmetall ist hier schon? 102 von 180. Das geht aber schnell, du. Das geht echt schnell. Krass. Stanzen hier, ne? Die kommen ja gleich, ganz ruhig. Ganz ruhig. Und dann brauchst du auch noch einen Bottich hier. Für Faulwasser. Da müssen wir gucken, wo wir die Sprengstofffabrik hinsetzen. Zahnradwerkstatt, Zapferhütte, Holzwerkstatt. Schmelzerei, effiziente Mine, das ist die große, ne? Genau, die kannst du dann später hier auf die unterirdische setzen. Letztlich mal, siehst du, und dann können die da unterirdisch sammeln. Allerdings müssen wir da dann auch aufpassen, dann darf da kein Wasser hin. Nicht, dass wir die dann unter Wasser setzen. Dann haben wir ein Problem. So, Gerbottich, Ölpresse. Wo war denn jetzt unsere Sprengstofffabrik? Erdbagger? Okay, interessant. Da ist die Sprengstofffabrik. Ja. 400 Punkte könnten wir schon freischalten. Ja, die braucht, was braucht die? 30 Zahnräder, 30 Metallblöcke, 30 Bretter. Gut, die Bretter dürften kein Problem sein, die Zahnräder und die Metallblöcke dauern halt. Weil für Metallblöcke zum Beispiel haben wir noch gar kein Lager. Da müssten wir auch mal was machen. Aber warten wir mal ab. Das Faulwasser-Ding denn fertig hier hinten? Ein Block fehlt noch, der kommt da gerade, siehst du mal. Dup, 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 dup. So, jetzt ist fertig. Produktivität 0. Gerade angefangen. Feierabend. Tschüss, weg ist er. Da ist nichts drin. Auberginen wachsen noch. Da-dam. Supi-dupi. Dann würde ich mal sagen, haben wir heute wieder gut was geschafft, ne? Wir haben endlich Nahrung angebaut. Hier hinten holen wir das erste Faulwasser. Unsere Bäume wachsen jetzt richtig. Wir fangen an, hier hinten Metall zu sammeln. Haben schon eine Metallblockpresse hier, eine Schmelzerei. Und mittlerweile gute 40 Biber in unserem Dorf. In Biberhausen. Mal gucken, wie es weitergeht, was wir in der nächsten Folge machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.